So, das nächste Feature oder eine Erweiterung in Very Nice gucken wir uns jetzt an, und zwar handelt es sich dabei um das Zielobjekt Dokumente. Und zwar haben wir uns die Dokumente angeguckt, und da ein kurzer Einstieg: Was ist das Zielobjekt Dokumente überhaupt? Wofür ist es gut, und was gibt es eigentlich alles für Möglichkeiten, Dokumente in Very Nice einzubinden? Der Typ beziehungsweise das Zielobjekt Dokumente gibt es sowohl in der ISO als auch in der modernisierten Grundschutzperspektive. Ich bin gerade in der modernisierten Grundschutzperspektive und zeige das hier. In der ISO-Perspektive ist es aber entsprechend identisch. Und zwar habe ich in meiner Organisation, also in meinem Informationsverbund, die Möglichkeit zu definieren, was für Objekte beziehungsweise was für Dokumente ist in meiner Organisation denn notwendig zu haben. Zum Beispiel irgendwelche Policies, die Informationssicherheitsleitlinie, die Datenschutzhinweise, was auch immer ich da benötige, also was auch zum Beispiel die ISO oder das Grundschutz sagt: Diese Informationen, diese Dokumente muss eine Organisation enthalten, kann man hier anlegen. Das heißt, über rechte Maustaste neues Dokument kann ich hier anlegen. Sicherheitsleitlinie, nicht beim Kürzel, sondern beim Titel. So, Sicherheitsleitlinie. In den vorherigen Versionen war das mehr oder weniger auch schon das Einzige, was man da eintragen konnte. Also man konnte hier definieren, es ist eine Sicherheitsleitlinie, man konnte eine Beschreibung hinterlegen, einen Tag setzen und noch einen externen Link. In der Version Very Nice 1.21 haben wir das Ganze erweitert. Und zwar fanden wir, dass das umfangreicher geht, dass wir damit auch ein bisschen die Revision abbilden können. Und zwar haben wir uns da gedacht, wir erweitern das um ein paar Felder. Und zwar zum Dokumententyp haben wir gesagt: Hier kann ich jetzt definieren, diese Sicherheitsleitlinie. Was ist das überhaupt? Ist es eine Policy oder ist es eher ein Vertrag? Sind es Schulungsmaterialien oder was auch immer? Also hier kann ich einen Dokumententyp hinterlegen. In dem Fall ist es bei mir jetzt zum Beispiel eine Policy. Ich kann natürlich auch hier sagen Sonstiges und kann hier dann was eintragen beim Sonstigen. Dann kann ich das Dokument auch noch einstufen. Also ist das streng vertraulich, ist es vertraulich, ist es nur für die interne Nutzung gedacht oder ist es tatsächlich auch was für die Öffentlichkeit? Also sind es irgendwelche Informationen über die Organisation, kann es ja auch geben, die wir auf der Internetseite zur Verfügung stellen. Da kann man das natürlich dann auch sagen. So, die Sicherheitsleitlinie ist bei mir in dem Fall vertraulich. Ich kann hier eine Versionsnummer hinterlegen, 1.0, und kann auch einen Dokumentenstatus hinzufügen. Also handelt es sich um einen Entwurf, ist das Ganze quasi schon bereits entbehrlich, ist es in Bearbeitung, wurde das Ganze schon genehmigt oder wurde nur eine Genehmigung beantragt, beziehungsweise ist das ein veraltetes Dokument? So, ich sage mal, die Genehmigung wurde beantragt. Jetzt gibt es einen weiteren Punkt, und zwar Datum der Genehmigung. Das heißt, in dem Fall wurde hier noch nichts genehmigt, aber ich kann sagen, bei uns in der Organisation ist immer am 1. Na? Beziehungsweise immer am Werktag, der 1. November, die Genehmigungen unterzeichnet. Das heißt, hier kann ich dann sagen, am 2.11. wird das genehmigt. Habe also hier Informationen über die Sicherheitsleitlinie in dem Fall und kann dann sagen: Revision. Also man muss ja Dokumente entsprechend überarbeiten.
Standardmäßig jedes Jahr beziehungsweise alle 2 Jahre. Kann ich dann also hier sagen, wann wurde die letzte Revision von diesem Dokument durchgeführt, beziehungsweise wann folgt die nächste Revision und kann ich hier entsprechend Notizen hinterlegen, zum Beispiel, was da alles geändert wurde. Also das zum Thema mehr Informationen zum Dokument beziehungsweise zur Revision kann ich hier hinterlegen. Das eigentliche Dokument, die Sicherheitsleitlinie, gibt es in Wellness 2 Möglichkeiten, das Ganze hier einzubinden. Und zwar so wie gehabt die externen Links. Hier kann ich dann sagen, meine Sicherheitsleitlinie, die ist tatsächlich im Internet, in unserem Wiki definiert. Da hat jeder Mitarbeiter, alle Kollegen Zugriff drauf. Hier kann ich das Ganze verlinken. Verlinke das Ganze und mit Klick auf diesen Link, sofern er denn Sinn macht, also korrekt ist, werde ich entsprechend auf die Leitlinie weitergeleitet. Das heißt, ich habe einen zentralen Ort, wo ich diese Sicherheitsleitlinie ablege und bearbeiten kann für alle und kann das Ganze hier aber dokumentieren. Hier befindet sie sich, kann man reinschauen und ich habe mir aber Gedanken zugemacht, weil ich muss das Ganze auch zum Thema Datenschutz und auch in Informationssicherheit, muss ich das Ganze dokumentieren. Wie gehe ich mit diesem Dokument rum? Also, wie gehe ich mit diesem Dokument um? So. Wann ist die nächste Revision? Was ist das für eine Versionsnummer? Das ist die eine Möglichkeit, das zentral abzulegen und hier nur zu verlinken und in Wellness zu dokumentieren. Wo habe ich das Ganze? Die zweite Möglichkeit ist, über einen Dateianhang diese Sicherheitsleitlinie tatsächlich in Wellness einzubinden. Und zwar in der View Dateien, also die kleine Büroklammer hier oben bei den Icons, öffnet sich im unteren Bereich ja, die Dateienview. Hier kann ich entsprechend eine Datei hinzufügen. Kann dann sagen, meinetwegen, so, das ist meine Datei, die Sicherheitsleitlinie. Habe sie also jetzt direkt hier hinzugefügt. Kann hier auch wieder also bei der Datei direkt sagen, so, das ist die Leitlinie. Kann auch hier wieder dem Dokument selber eine Versionsnummer geben. Vielleicht habe ich ja mehrere davon hier abgespeichert. Kann auch hier wieder sagen, das ist der Entwurf. Also hier kann ich das Ganze fortschreiben und dokumentieren. Ich habe davon 5 Stück. Eine im Entwurf, eine ist Genehmigung beantragt und die tatsächlich genehmigte. Kann das Ganze also hier anhängen und würde immer mit einem Zeitstempel sehen, wie viele Dokumente hier dranhängen, welches davon ist das aktuellste und stimmt hier mit meiner Version überein, die ich hier aktuell im Informationsverbund dokumentiert habe für das ISMS. Und wann muss ich das Ganze denn auch das nächste Mal wieder anschauen? Und dann sagen, das ist jetzt eine alte Version, die neue kommt entsprechend in einem Jahr. Das Ganze natürlich auch, um das hier auch einmal zu zeigen. So zeige ISO, damit Sie sehen, dass das tatsächlich identisch ist.
gibt es auch hier in der ISO-Perspektive den Typ Dokumente. Den kann ich entsprechend hier öffnen und der sieht genauso aus. Also die neuen Felder mit dem Dokumententyp, den Einstufungen, Version, Dokumentenstatus und den Revisionsfeldern ist hier entsprechend enthalten. Sie können genauso die externen Links setzen bzw. die Datei direkt anhängen. Und vielleicht noch ein Hinweis auf die View externe Links. Hier können Sie nachsehen, was für externe Links Sie denn alles gesetzt haben. Also in meinem Fall ist es tatsächlich nur die Leitlinie, weil meine Daten nicht so umfangreich sind. Das heißt, ich habe hier einen externen Link gesetzt für die Leitlinie, habe den Link hier im Überblick und wo ich das Ganze referenziert habe. Das heißt, Sie können diesen Link auch bei mehreren Objekten hinzufügen, auf dasselbe Dokument verweisen und nachsehen, welches davon ist vielleicht korrekt gesetzt bzw. falsch. Und bei den externen Links natürlich nicht vergessen zu erwähnen, können, also wird das Ganze standardmäßig gespeichert. Wenn Sie sagen, das ist meine Leitlinie und die möchte ich dann auch hier in der ISO dokumentieren, haben Sie denselben Link hier als Vorlage, können das Ganze also verwenden. Und dann sollte sich auch diese View aktualisieren. Das heißt, Sie sehen hier, das haben Sie einmal beim Dokument und bei der Sicherheitsleitlinie gesetzt. Prima, dann gibt es schon zwei Fragen zum Thema. Zum einen kann die Klassifizierung der Einstufung angepasst werden, zum Beispiel auf VS, NFD, VS vertraulich etc. Genau, die Einstufung, also so wie gehabt, das Customizing von Verinize können Sie über die SNCA-XML bzw. die dazugehörigen Properties können angepasst werden. Da dort auch nichts vererbt wird oder berechnet wird oder sonstiges, kann man das entsprechend austauschen, nur von den Begrifflichkeiten her oder auch aus den 1, 2, 3, 4, quasi 5 Stufen, dann 15 Stufen machen. Da gibt es keine Grenzen. Also das kann man an die Organisation anpassen. Wir haben da die Standardwerte genommen. Prima. Und die zweite Frage: Werden die Metadaten aus dem Dokument, also dem angehängten Dokument, in das Zielobjekt Dokument übernommen? Ich würde es vielleicht so verstehen und beantworten, also es geht eben darum, wenn ein Dokument als Entwurf eingestellt ist oder als VS, NSD, VS, Verschlusssache, NFD, so eingestuft ist, ob diese Informationen dann aus einem angehängten Dokument hierher übernommen werden, das ist natürlich nicht so. Also das unterstützt Verinize an der Stelle nicht. Und die Bedenken sind dort, dass man das doppelt pflegen muss, beziehungsweise dass es natürlich zu Inkonsistenzen kommen kann. Das ist leider so, aber soweit führt das Dokumentenmanagement in Verinize natürlich nicht. Also sprich Antwort, nein, Metadaten werden aus einem angehängten Dokument nicht übernommen. Das dient tatsächlich nur der Dokumentation. Müssen Sie selber durchführen, wird nichts aus dem Dokument rausgelesen. Zumal auch alle Dokumente, also in jeder Organisation, ein bisschen anders aufgebaut sind. Die einen haben das irgendwie oben rechts in irgendeiner Tabelle oder im PDF und da ist Verinize noch nicht so intelligent, dass er aus den verschiedenen Dokumenten irgendwas rauslesen kann und hier eintragen. Wenn Sie natürlich eine Liste haben aller Ihrer Dokumente, wo Sie das Ganze pflegen, kann man das über den CSV-Import natürlich hier eintragen, aber so aus dem Dokument selber nicht.